In diesem Video zeige ich dir, wie du eine einfache Karte sticken kannst. Dazu brauchst du eine leere Karte, Stickfäden, eine Nadel und eine Schere. Außerdem brauchst du eine Vorlage für das Bild, das du sticken möchtest. In der Vorlage zeichnest du Punkte ein, die ca. 5 mm voneinander entfernt sind. Das sind dann die Einstichstellen. Um die Form auf das Kärtchen zu kopieren, befestige ich die Vorlage mit Büroklammern am Kärtchen. Damit ich die Einstichstellen auf das Kärtchen übertragen kann, benutze ich eine weiche Unterlage und steche bei allen Punkten mit der Nadel hinein. Nun ist die Form übertragen. Nun bereite ich meinen ersten Faden vor. Ich schneide eine Armlänge Stickgarn ab. Der Stickfaden besteht aus 6 einzelnen Fäden. Man kann alle Fäden benutzen, wie ich das beim Tannenbaum gemacht habe. Für den Stern benutze ich aber nur 3 der 6 Fäden, damit die Stickarbeit etwas feiner wird. Dazu trenne ich die Fäden. Anschließend fädle ich das Garn in die Nadel ein und mache am Fadenende einen Knoten. Nun steche ich an einer beliebigen Stelle auf der Rückseite des Kärtchens ein und ziehe den Faden vorne raus. Jetzt sticke ich kreuz und quer innerhalb der Form, um die Form auszufüllen. Wichtig ist, dass man innerhalb der Form bleibt. Also zum Beispiel sollte man jetzt nicht hier oder hier einstechen. Nun mache ich meinen ersten Stich nach unten. Auf der Rückseite schaue ich, dass ich möglichst kleine Stiche mache, weshalb ich in ein Loch gleich daneben wieder nach oben einsteche. Nun steche ich wieder irgendwo nach unten und auf der Rückseite steche ich wieder gleich daneben nach oben. Auf der Vorderseite schaue ich, dass ich innerhalb der Form bleibe, also hier würde ich beispielsweise nicht einstechen. Das wiederhole ich, bis mein Faden zu kurz ist, um weiter zu sticken. Wenn der Faden zu kurz wird, steche ich auf die Rückseite und verknote den Faden. Den übrigen Faden kann ich dann bis auf ca. 1 cm abschneiden. Nun bereite ich einen zweiten Faden vor und sticke weiter kreuz und quer innerhalb meiner Form. In jedes Loch soll mindestens ein Faden gestickt werden. Es können aber gut auch mehrere Fäden in dasselbe Loch gestickt werden.